Washington: US-Präsident Donald Trump hat China unzulässige Öllieferungen an Nordkorea vorgeworfen. Die Volksrepublik sei auf frische Tat ertappt worden, twitterte Trump am Donnerstag offenbar in Bezug auf einen Bericht der südkoreanischen Zeitung Chosun Ilbo, der zufolge chinesische Schiffe seit Oktober auf See rund 30 Mal Öl auf nordkoreanische Tanker umgepumpt haben. Er sei sehr enttäuscht, twitterte Trump. Wenn China weiter Öllieferungen an Nordkorea gestatte, werde es nie eine freundschaftliche Lösung geben. Kaukatia retanded, for disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. Tere will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen, Donald J. Trump, Adrial Donald Trump, Dezember 28, 2017. Das chinesische Außenministerium hatte am Mittwoch erklärt, es habe keine Informationen über den Bericht. China halte sich aber strikt und vollständig an die UN-Handelsbeschränkungen, die Nordkorea von der Weiterentwicklung seiner Atom- und Raketentechnologie abhalten sollen, versicherte Außenamtssprecherin Hua Chunying. Außenminister Rex Tillerson rief Peking auf, als wichtigster Handelspartner Nordkoreas wirtschaftlich den Hebel anzusetzen. China hat gewisse Importverbote und Sanktionen angewendet, aber es könnte und sollte mehr tun, schrieb er in einem Gastbeitrag in der New York Times. Handel von Schiff zu Schiff mit Nordkorea ist unter den am 11. September beschlossenen UN-Sanktionen illegal. Eine weitere Sanktionsrunde wurde am vergangenen Freitag beschlossen. Durch diese wurden unter anderem die nordkoreanischen Einfuhren von verarbeitetem Öl deutlich eingeschränkt von deutsche Presseagentur RND.